Hallo, ich heiße Melina Gaber und bin Teil des HR-Teams hier bei Personio. In unserer letzten HR-Studie haben wir herausgefunden, dass derzeit 62% der Arbeitgeber in ganz Europa Schwierigkeiten haben, Talente zu finden, während 46% der Arbeitnehmenden im nächsten Jahr ihren Arbeitsplatz wechseln wollen. Das Gewinnen von neuen Mitarbeitenden ist immer noch wichtig. Was dabei aber nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist das Thema Mitarbeiterbindung. Um Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden, ist es wichtig, deren Prioritäten zu kennen. Gehalt und Sozialleistungen sind zwar immer noch wichtig, jedoch gewinnen weiche Faktoren an Bedeutung. 71% der Arbeitnehmenden ist eine gute Work-Life-Balance wichtig. 65% wünschen sich mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten, 60% beim Arbeitsort. Wir haben ähnliche Trends bei Personio beobachtet und Flexibilität zu einem wichtigen Bestandteil unserer neuen Arbeitswelt gemacht. Mit Personio Flex haben wir Rahmenbedingungen geschaffen, innerhalb derer Mitarbeitende viel Flexibilität genießen. Auch ich habe davon schon Gebrauch gemacht und in diesem Jahr 4 Wochen aus Spanien gearbeitet. In den letzten 2 Jahren haben Bereiche wie die Karriereentwicklung gelitten. Unsere Studie ergab, dass 37% der Arbeitnehmenden der Meinung sind, die letzten 2 Jahre der Pandemie hätten sie in ihrer Karriereentwicklung gebremst. Während 31% sogar glauben, eine Beförderung verpasst zu haben. Das zeigt uns, dass sowohl Personalabteilungen als auch Führungskräfte Pläne zur Karriereentwicklung entwickeln müssen. Gerade wenn Teams remote oder hybrid arbeiten, sollten Entscheidungen über Aufstieg und Beförderung klar, transparent und fair sein. Die Beförderung sollte auf der Qualität der Arbeit beruhen und nicht darauf, wie oft man ins Büro kommt. Um den sich ständig ändernden Prioritäten der Talente gerecht zu werden, braucht es vor allem eins: Zeit. Jedoch haben 59% der Personalentscheider nicht genug Zeit, um sich um die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden zu kümmern. 55% verbringen ihre Zeit mit Verwaltungsaufgaben und können sich dadurch nicht auf strategische Aufgaben konzentrieren. Ich kenne den Frust von zu viel Papierarbeit von anderen HR-Lern aus meinem Netzwerk. Deshalb ist es so wichtig, HR-Prozesse, wenn möglich, zu digitalisieren und zu automatisieren, damit Teams mehr Zeit für andere, wertschöpfende Aufgaben haben. Dies ist ein kleiner Einblick in die Zahlen. Für eine vollständige Aufschlüsselung können Sie unsere neueste Studie mit allen Erkenntnissen und wichtigen Schlussfolgerungen herunterladen.